So, ich würde mal vermuten, dass wir jetzt allmählich beginnen mit der Veranstaltung und ich jetzt offiziell die Begrüßung mache. Also von meiner Seite aus herzlich willkommen bei der Informationsveranstaltung Cyberkriminalität. Ein herzliches Moin hier in die Runde. Noch relativ kleine Runde, aber vielleicht ändert sich das ja noch im Laufe der Veranstaltung. Mein Name ist Henrik Dannenberg. Ich bin der sogenannte Beauftragte für Innovation und Technologie hier bei der Handwerkskammer Bremen. Und bin Berater in erster Linie für unsere Handwerksunternehmen und habe mir gedacht, zu dem aktuellen Anlass, dass wir Cyberkriminalität mal besprechen hier, diese Veranstaltung. Denn es ist ein immer zunehmenderes, ernstes Thema in der digitalen Welt, beziehungsweise je digitaler man wird, desto mehr Potenziale ergeben sich natürlich auch. Und der Tenor dieser Veranstaltung soll nicht Angstmache sein, sondern eher auf Aufklärung, Prävention und Wissensvermittlung setzen. Also je mehr man darüber weiß und vor allen Dingen auch weiß, wie man sich schützen kann im Internet, desto sicherer ist man natürlich. Und wie ich schon eben gehört habe von unseren Referenten, die Faulheit des Menschen wird oft und gerne ausgenutzt. Das wollen wir nicht zulassen, sondern wir wollen proaktiv an die Sache rangehen und uns schützen, damit nämlich jeder Betrieb im Grunde genommen auch sicher im Internet unterwegs ist in der digitalen Welt. Ich habe jetzt erst neulich eine sehr interessante Studie gelesen. Im Land Bremen ist jedes vierte Unternehmen, also nicht nur Handwerksunternehmen, sondern jedes vierte Unternehmen schon mal angegriffen worden im Internet. Im Bundesvergleich ist es fast jedes zweite Unternehmen. Also das zeigt ein Stück weit die Tragweite und die Tendenz ist zunehmend. Von daher ist es ein wichtiges und prägnantes Thema. Und zu der heutigen Veranstaltung werde ich nicht als Referent dienen, sondern es moderieren. Und wir haben uns hier zwei absolute Experten auf dem Gebiet eingeladen. Zum einen, beziehungsweise muss ich nochmal vorweg eine Sache sagen, das habe ich jetzt fast vergessen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Also wenn Sie selbst mit Bild nicht dabei sein möchten, dann berücksichtigen Sie diesen Hinweis gerne an der Stelle. Und wenn Sie keine Wortmeldung tätigen wollen, dann gerne das Mikro stumm lassen. Und bei den Fragenrunden, die folgen, können Sie natürlich gerne ganz viel Fragen stellen und mitmischen. Genau. Und jetzt nochmal zum Programmablauf. Das Ganze beginnt mit einem sehr spannenden Vortrag von Norbert Heuermann, ein Beamter der Landeskriminalamtes in Bremen in der Abteilung Cybercrime und digitale Spuren, sprich ein Mann, der ganz nah am kriminellen Dasein dabei ist und es aufklärt und genau aus seinem Alltag berichten kann, was die perfiden Tricks und Wege sind der Kriminellen, um in die Firmen reinzukommen und welcher Schaden angerichtet wird und welche Ausmaße das annehmen kann. Da freue ich mich sehr auf diesen Vortrag aus der aktiven Realität. Und nach der Fragerunde, die dann stattfindet, noch mal zwei dazu. Sehr schön finden wir, haben wir einen sehr spannenden Vortrag von Jens Krüger von der Firma Cogitanda, einer Firma, die sich mit IT-Sicherheit und Versicherung beschäftigt, weil das Thema Prävention und Absicherung ist ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang. Das heißt, wir erleben zum einen die Seite, was gemacht wird, wie es gemacht wird und die andere Seite, wie wir das Ganze denn vielleicht verhindern können, erschweren können oder im schlimmsten Fall vielleicht, welchen Schutz haben wir denn auch? Und in diesem Sinne würde ich jetzt schon mal das Wort gleich an den Herrn Heuermann übergeben wollen, der dann mit seinem ersten Vortrag startet. Dafür werde ich meine Bildschirmwiedergabe beenden. Weil er hat eine Präsentation vorbereitet. So, schönen guten Morgen zusammen. Norbert Heuermann, LKA Bremen. Ich hoffe, man hört mich laut und klar. Und man sieht auch meine Präsentation, weil ich werde öfters mal natürlich auf die abzielen, sonst wird der Vortrag nicht viel bringen. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, Herr Dannenberg hat es gesagt, wir haben zum Schluss eine kleine Fragerunde eingerichtet. Ich stehe Ihnen da selbstverständlich noch zur Verfügung. Ich versuche Sie mal ein bisschen durch die Welt des Cybercrime zu führen, mit denen wir uns tatsächlich tagtäglich beschäftigen. Also ich rede jetzt nicht über Vorfälle, die in Südafrika, Shanghai oder New York passiert sind.
sondern alles das, was passiert, passiert genauso hier. Gut, wie immer, man muss erstmal ein bisschen über Grundlagen reden. Die deutsche Wirtschaft ist selbstverständlich ein Angriffsziel. Sei es aus nachrichtendienstlicher Sicht, sei es aus wirtschaftlicher Sicht, dass hohes Erpressungspotenzial vorliegt, was oder was auch immer. Wir reden tatsächlich über 220 Milliarden Euro Schaden pro Jahr. Das ist eine Wahnsinnssumme. Kriminalitätsmäßig wäre das natürlich einsam führend. Und wenn man das Bruttoinlandsprodukt sich mal betrachtet, dann weiß man, wie hoch dieser Schaden tatsächlich ist. Das ist minimalst Anteil, was tatsächlich durch kriminelle Machenschaften erpressungsmäßig oder ähnliches abgezogen wurde. Das sind die Kollateralschäden. Das ist alles das, was hinterherkommt. Neue IT, neue Software, Personen einstellen, die dann sich mit Schutzaufgaben beschäftigen, Versicherungen, Änderungen in Prozessabläufen, Ausfälle von Produktionssträngen in der Zeit, wo die Maschinen nicht liefen, weil die Computer alle aus waren und so weiter und so weiter. Das ist alles mal hochgerechnet worden. Herr Lernberg sagte gerade, jedes zweite Unternehmen im Bereich der Spionage und Datendiebstahl können wir schon davon ausgehen, dass 9 von 10 Unternehmen Opfer wurden. Alles hat sich erhöht, alles ist schneller geworden, weil heute eigentlich auch gar nichts mehr funktioniert, ohne dass eine IT dahinter steht. Wo kommen unsere Täter her? Was sind so die Schwerpunkte, über die wir reden? Ist natürlich einfach, es ist weltweit, aber man darf es nicht unterschätzen, wir haben auch in Deutschland eine sehr aktive Tätergruppe. Also es ist nicht alles das, was passiert, kommt von irgendwoher böse. Es werden Infrastrukturen natürlich genutzt, die woanders stehen, aber wenn man die Sachen durchermittelt, landen wir doch das eine oder andere Mal auch bei deutschsprachigen Tätern, die sich immer sehr wundern, wenn dann doch mal die Behörde vor der Tür steht und guten Tag sagt. Was ist der Schwerpunkt? Also der größte Fehler sitzt 40 cm vom Bildschirm. Davon müssen wir einfach ausgehen. Das ist Error 40. Der schnellste Körperteil, was der Mensch zwischenzeitlich hat, ist der rechte Zeigefinger. Noch bevor die Augen und der Kopf irgendwas registriert haben, wurde der Mausklick schon durchgezogen. Da passieren die meisten Fehler. 43% aller Angriffe betreffen KMUs, weil die, also kleine und mittelständische Unternehmen, weil die deutlich am schlechtesten geschützt sind und am wenigsten investieren in IT-Sicherheit. Das muss man sich halt immer sehen, wenn man einen Großkonzern wie Airbus Industries hat, die alleine 1.000 bis 1.200 Mitarbeiter nur für IT-Sicherheit haben, weil die genau wissen, was sie schützen müssen. Aber die ganzen Zulieferer im KMU-Bereich natürlich wenig haben. Und das ist dann auch immer der Bereich, der eher angegriffen wird. Bei nahezu, die Zahl können wir zwischenzeitlich höher packen, bei nahezu allen Angriffen findet zuvor ein Datenabgriff statt. Es findet eigentlich kein Angriff mit Verschlüsselung oder ähnlichen Situationen im Hintergrund statt, ohne dass es vorher zu Datenabflüssen gekommen ist. Davon kann man ausgehen, auch wenn man es im Nachhinein natürlich schwer kontrollieren kann, aber man kann zwischenzeitlich davon ausgehen. Und nach wie vor E-Mail, das einfachste System, um irgendetwas irgendwohin zu transportieren. Was sind so die Kernziele momentan? Das ist so eine der letzten Statistiken, wo man so ungefähr mal gucken kann, wo sind die meisten Ransomware-Angriffe vor allen Dingen gewesen, also wirklich Verschlüsselungstrojaner. Und man sieht, es geht quer durch alles, aber alles, was mit Dienstleister handelt oder sonst irgendwas zu tun hat, die sind ziemlich weit vorne, weil halt dort permanent eine sehr hohe Kommunikation, gerade auch über Mail, stattfindet. Das heißt, man kann problemlos dort auch was einschleusen und relativ einfach auch ungezielt oder gezielte Angriffe, aber mit wenig Aufwand ausführen. Ich drücke es mal vorsichtig aus. Ja, die Gefahren, die sind natürlich breit. Ich werde da mal so ein bisschen durchgehen, was so Kerngefahren momentan sind, mit denen wir uns hier tatsächlich am meisten beschäftigen müssen. Malware as a Service. Die Softwareaktualisierung ist immer ganz weit vorne. Mobile Security hat auch in der Corona-Zeit natürlich noch erheblich zugenommen und Malware Suiten. Also Malware as a Service, vielleicht habt ihr schon mal von Cybercrime as a Service gehört. Das hat sich zwischenzeitlich im Netz ein reeller Dienstleistungssektor gebildet.
wo die Täter gar nicht mehr selber die sind, die die Chartcodes programmieren, sondern die Täter haben eine Idee und lassen sich etwas programmieren, was zu ihrer Tatausführung passend ist. Das heißt, es finden wirklich, es existieren Märkte, ich drücke es mal anders aus, es existieren regelrechte Märkte im Hintergrund, die nichts anderes machen, als individuell angepasste oder Massen-Chartcode zu verkaufen. Der erste Angreifer verkauft entweder Zugänge oder verkauft wirklich nur seine Software. Häufig ist es ganz selten, dass der Erstangreifer tatsächlich noch der ist, der alle Aktionen im Hintergrund weiter mit durchzieht. Die Softwareaktualisierung ist ein Riesenproblem, weil natürlich ihre Systemstrukturen ein Konglomerat von einer Vielzahl von unterschiedlichen Programmen sind, die da laufen. Ich fange mal mit einem ganz normalen Adobe Reader an, das hochgeht bis aber zum Vorgangsbearbeitungssystem, Warenwirtschaftssystem oder was auch immer alles im Hintergrund läuft. Aber all diese Systeme, können Sie von ausgehen, haben Fehler. Und ganz das Schlimmste, was noch oben drunter sitzt, das Betriebssystem. Das heißt, alles hat oder ist fehleranfällig. Und diese Fehler werden natürlich veröffentlicht. Und nach Veröffentlichung sind auch die Täter dann mit dran, die vorher noch nicht wussten, dass dort ein Fehler war. Und es ist relativ simpel, diese ganzen Bereiche durchzuscannen nach den Fehlern und dann natürlich betroffene Unternehmen auch anzugreifen. Ja, Mobile Security haben wir tatsächlich auch zunehmend, weil das Hauptproblem ist tatsächlich, wenn Unternehmen die Möglichkeit bieten, einen VPN-Zugang zu gewährleisten und der Mitarbeiter darf das aber über seinen privaten Laptop. Das ist tatsächlich, haben wir leider diverse Angriffe gehabt. Gerade in der Corona-Zeit wurden natürlich Sachen sehr schnell teilweise umgesetzt, ohne dass die Hardware-Infrastruktur im Hintergrund dafür da war. Man weiß nie, wie infiziert der Rechner eines Mitarbeiters ist, privat, welche Schutzmaßnahmen er hat und so weiter. Das heißt, auch dort muss man wirklich ein hohes Maß an Regeln aufstellen, bevor man tatsächlich in die Firmeninfrastruktur jemanden reinlässt. Malware-Suiten ist unser Kernproblem, mit dem wir uns eigentlich am meisten beschäftigen, gerade im Bereich der Ransomware. Wir haben aufeinanderfolgende Chartcode-Systeme, die gar nicht mal aufeinander eingestellt oder aufgespielt sind. Aber es gibt so den Späher, den ersten, der den Zugang schafft. Emotet war ein ganz berühmter in dem Bereich. Und der hat dann seine Zugänge verkauft. Nachdem er selbst Daten abgezogen hat, Kerndaten, hat er dann aber die Zugänge verkauft. Und dann geht es eigentlich los, dass das nächste Tool kommt. Dann geht es los, dass das nächste Tool kommt. Aber also tatsächlich werden diese Zugänge weitergegeben. Bis zur letzten Gruppe, die dann die Verschlüsselung und die Erpressung mit der Verschlüsselung durchzieht. Und diese Malware-Suiten nimmt immer mehr zu. Zurzeit reden wir immer noch von Systemen von vielleicht 3 bis 4 Chartcodes, aber das ist abhängig davon, bis wann der Fehler entdeckt wird, umso mehr kann dadurch drin bleiben. Die Angriffsvarianten, mit denen wir am meisten zu tun haben, ist halt die Ransomware, also der Erpressungs-Verschlüsselungstrojaner, Exploits, Fehler im System. Wir haben Supply Chain-Angriffe zurzeit, also Lieferkettenangriffe und natürlich die IoT-Zugänge, die auch in Unternehmen immer mehr zunehmen. Die Ransomware, ich habe es gerade schon mal erwähnt, der Emotet war eigentlich kein Verschlüsselungstrojaner, sondern nur ein Späher. Der Trickbot war ein Datensammler und Datenzieher und erst der Ryuk war tatsächlich der Verschlüsseler. Also schön aufeinander aufgebaut. Apple ist genauso betroffen, wie Linux betroffen ist. Doppelpaymer, die zielen nur auf Unternehmen, die insbesondere Aktiengesellschaften mit hohen Umsätzen, Jahresumsätzen, die auch im Internet problemlos nachlesbar sind, haben andere Angriffsvarianten gehabt, sind also über Exploits gegangen, um dann aber die Ransomware zu installieren im System. Alle Gruppen arbeiten unterschiedlich, alle haben unterschiedliche Pläne.
Und wenn Sie das auf Ihrem Bildschirm sehen, dann können Sie davon ausgehen, dass das das Letzte ist, was Sie auf Ihrem Bildschirm noch sehen, weil das ist die einzige Datei, die sich noch öffnen lässt. Man achtet natürlich auch darauf, dass man ein bisschen farbig sich absetzt von anderen Gruppen. Und wer in der Illusionswelt lebt, dass ein Apfel sicher ist, wird auch weiterhin in einer Illusionswelt leben. Gerade im Zusammenhang mit Apple-Infrastrukturen werden zurzeit die meisten Trojaner geschrieben. Weil man einfach davon ausgeht, dass derjenige, der sich die teure Infrastruktur anschafft, auch bereit ist, mehr Geld zu bezahlen. Das ist ein reines wirtschaftliches Denken auch in der Tätergruppe. Klingt gemein, ist es auch. Und ein einfaches Backup einmal die Woche reicht heutzutage nicht mehr aus. Man muss sich ernsthaft wirklich überlegen, wie man mit Backups umgeht. Man muss vor allen Dingen auch mal ausprobieren. Und das stört natürlich in jedem Wirtschaftsablauf und Kreislauf. Aber man muss es mal ausprobieren, kann man dieses Backup überhaupt zurückspielen. Wir haben leider schon Unternehmen gehabt, die haben fleißig Backups gemacht, mehrfach die Woche, alles super, fühlten sich total sicher, aber ihr eigenes Warenwirtschaftssystem hat sich in der Zwischenzeit so weiterentwickelt, dass es gar nicht mehr rückspielbar war. Denn auch das sind alles Bereiche, die man mit betrachten muss. Die müssen mitlaufen. Und das Backup, auch wenn es ein paar Tage älter ist, ist immer noch besser und wertvoller, als nichts mehr zu haben. Und wir müssen zurzeit, gerade wenn Malware-Suiten unterwegs sind, müssen wir davon ausgehen, dass das System bis zu 14 Tage rückwirkend Minimum erstmal betrachtet werden muss, ob da der Schadcode schon drauf ist auf dem Backup. Die aktuellen Abläufe bei Ransomware, natürlich gibt es da den ganz normalen Trojaner, den man sich einfängt, Verschlüsselung, Ende. Dann gibt es die ausgespähten Daten, zusätzliche Zahlung, die man haben will, das ist die Double Extortion. Dann gibt es die Triple Extortion. Dann gibt es noch einen zusätzlichen Überlastungsangriff auf die IT-Infrastruktur, damit man den Wiederaufbau nicht hinkriegt. Das ist insbesondere bei E-Commerce-Unternehmen immer wieder der Fall, die also auf die Veröffentlichung im Netz oder von der Veröffentlichung im Netz angewiesen sind. Und dann gibt es zwischenzeitlich noch die Erpressung hinsichtlich der Unternehmen, die aus Versehen mit ausgespäht wurden, weil ihre Daten bei dem anderen Unternehmen, wo der Angriff stattgefunden hat, auch lagen, beziehungsweise wo so Informationen von dem Unternehmen lagen, die vielleicht nicht unbedingt an die Öffentlichkeit dürften, wo Verträge hinterlegt sind oder sonst irgendwas. Auch die werden schon direkt angeschrieben und befragt, ob sie ihre Unterlagen, die woanders her sind, auch gerne wiederhaben wollen. Da ergibt sich natürlich dann auch immer für das betroffene Unternehmen das Problem, wie gehe ich mit einem Angriff um? Wie man sieht, nimmt es zu, dass auch dritte Beteiligte angefragt oder erpresst werden. Das heißt also, der Angriff auf ein Unternehmen, den kann man nicht mehr geheim halten. Den kann man auch nicht mehr zurückhalten und Sorge vor Reputationsverlusten oder ähnliches haben, weil zwei Drittel aller erfolgreichen Angriffe werden durch Dritte bekannt. Das muss man sich einfach immer bewusst sein. Also wie gehe ich damit um? Wie bereite ich mich vor? Und das ist halt auch immer wieder eine Sache, die ganz gruselig ist, weil Vorbereitungsmaßnahmen sieht man so gar nicht. Wer mal Interesse hat zu gucken, welche Gruppen auf dem Markt sind, wie die auf Onion, also im Tor-Netzwerk erreichbar sind, wie die Adressen sind, wann die das letzte Mal sichtbar waren und alles, gibt es auf GitHub zwischenzeitlich eine Ransomwatch, ist frei verfügbar, kann jeder sich mal angucken und halt abends beim Rotwein, wenn man sonst nichts zu tun hat oder das Fernsehprogramm einem nicht so gefällt. Gut, Exploits sind halt Sicherheitslücken in der Software. Man kann immer davon ausgehen, deswegen kommen ja ständig diese Updates, dass Sicherheitslücken da sind. Und je mehr Programme irgendwie zusammengefasst werden, umso mehr Sicherheitslücken sind da. Die Zero-Day-Exploits ist insbesondere ein Thema, wo natürlich auch Nachrichtendienste sehr interessiert dran sind. Die NSA hat mal oder ist mal bekannt geworden über die NSA, dass sie ihre meisten Zugänge in Betriebssysteme dadurch verliert, dass der Hersteller ein Update fährt, aber ohne zu wissen, dass er damit einen Fehler schließt. Das sind also die Fehler, die sonst keiner kennt, wo auch kein eben Zero-Day, 0 Tage Vorbereitung drauf sind, dass dieser Fehler da ist. Und davon gibt es eine Vielzahl.
Und leider gibt es halt auch solche Sachen, die dann auch so bekannt werden. Der Microsoft Exchange letztes Jahr war, oder ja doch letztes Jahr im März, war doch sehr bekannt und wurde veröffentlicht. Man musste feststellen, dass 98% der Server im Bundesgebiet ungeschützt waren. Und diesen Fehler kann man über eine ganz einfache Methodik immer suchen, ob ein Server betroffen ist oder nicht betroffen ist. Also wir reden jetzt hier über eine Veröffentlichung BSI vom 6.3. Am 21.11. waren immer noch fast alle Systeme ungeschützt. Also das ist unglaublich. Und gerade der Exchange ist schon mal sowieso ein großes Eingangstor und diese Fehler wurden genutzt. Und man muss sich einfach bewusst sein, das sind dann keine großen Gruppen, weil dieser Fehler war nicht schwer umzusetzen. Das geht immer weiter nach unten, bis zum letzten Hobby-Informatiker, der meint, nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen zu müssen. Die haben dann diese Schwachstelle ausgenutzt. Und das sind einfach so diese Sachen: Serveradministration, Patchen. Man kann nicht jeden ITler in einen Server setzen. Auch das will gelernt sein, wie man einen Server so einstellt, dass der sicher und safe im Netz sich bewegen kann. So. Das war dann im November. Immer noch Tausende von Servern sichtbar und erreichbar. Supply Chain Angriffe hat man als Opfer eigentlich fast keine Chance, als letztes Opfer in der Kette, weil der Angriff geht entweder auf den IT-Dienstleister und eines Unternehmens, insbesondere wenn man alles outgesourced hat, oder auch an kleine Unternehmen, die eventuell remote haben. Ich sage mal, insbesondere betroffen sind als Beispiel Krankenhäuser, wo ganz viele unterschiedliche Systeme drin sind, die alle von außen gehostet werden, wo Software-Updates durch den Hersteller reinkommen und so weiter. Also wo eine Vielzahl von unterschiedlichen Dienstleistern von außen auf Systeme zugreifen. Wenn man natürlich einen dieser Dienstleister schafft anzugreifen, dann hat man natürlich automatisch auch den Zugriff auf die Infrastruktur der in der Kette. Deswegen sind diese Supply Chain Angriffe bei Tätern sehr beliebt geworden, weil sie einen doch einen schönen Weg bieten in eine Infrastruktur, in die man vielleicht selbst gar nicht reinkommen würde. IoT. Ja, kauft heute im Unternehmen noch einen eigenen Drucker? 80% sind geleast, die werden dahingestellt, die werden von der anderen Firma gewartet. Die sind aber im Netz mit drin. Wer kümmert sich denn darum, dass die im Netz auch administriert werden? Wer kümmert sich darum, dass die vielleicht gesichert werden? Wer kümmert sich um Updates und so weiter? So, mal ein kleines Beispiel. Ich hatte mal auf einer Sitzung mal ein bisschen Langeweile. Darf man ja mal nie sagen, aber es passiert dann mal. Also, Laptop auf dem Schoß, habe ich die Seite Shodan aufgerufen. Shodan.io ist eine reine Suchmaschine für Internet of Things. Also, und habe dann ein bisschen rumgeguckt und habe hinten in der Ecke einen Kopierer stehen sehen. So, das war so ein Konica Minolta, so ein Multifunktionsgerät, Riesenteil. Ich habe mal geguckt, was alles so in Deutschland davon an Geräten offen im Netz rumsteht. Er hat mir sofort die ganzen IP-Adressen gegeben. Dann habe ich eine IP-Adresse genommen einer nachfolgenden Seite. Also natürlich nicht hier. Das hieß noch ausprobieren. Habe die IP-Adresse einfach mal im Browser eingegeben und bin auf der Seite gelandet. Und wenn man auf der Seite landet, jeder, der ein bisschen IT-Sicherheit macht und dort schon sofort Administrator einfach als kleines Kästchen sieht und sagt, ich könnte mich sofort anmelden, dem gruselt ja sowieso schon alles. So, also im Netz geguckt, was ist denn das Standardpasswort des Druckers, was beim Hersteller mit rausgegeben wird? Das steht ja im Handbuch drin. Also dieses PDF-Handbuch rausgesucht, lustig mal eingegeben und zack war ich auf dem System. Das war eine große deutsche Universität. Wie immer, geleaste Systeme reingestellt, Stecker rein, war so im Netzwerk erreichbar. Keiner hat es administriert. Kein neues Passwort drauf, gar nichts. So, okay, ich komme jetzt auf den Drucker rauf. Was soll denn da schon Schlimmes sein? Ich könnte auch noch die Aufträge mir alle angucken, die da gelaufen sind. Aber das Schlimmste ist, ich kam in die gesamte Netzwerkeinstellung rein. Und für jemand, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und weiß, wie was funktioniert, für den ist es natürlich
golden, weil dieser Drucker hängt im kompletten Netzwerk mit drin. Also es läuft der Angriff nicht über einen PC oder sonst irgendwas. Doch, er läuft über einen PC, weil dieser Drucker, das vergisst man immer schnell, ist ein PC. Der hat ein kleines Betriebssystem, so wie jede Kamera, wie jedes Steuerungselement. Die sind alle kleine Betriebssysteme da drin, alles abgespeckte Systeme, die alle Probleme und Fehler haben, weil häufig gar keine Update-Funktion mit drin ist. Also sowas macht man dann eine Viertelstunde, wenn ein Vortrag läuft, den man schon kennt. So, Vorbereitungszeit. Viele sagen sich ja auch immer, was soll man bei mir denn holen? Bei mir ist noch nichts zu holen, was soll ich machen? Wer im Handel oder sonst irgendwo wirtschaftlich tätig ist, hat Kundenlisten, hat Lieferantenlisten, hat Bankkontoinformationen, hat alles Mögliche. Und ich glaube nicht, dass das bei Ihnen auf dem System verschlüsselt liegt, sondern innerhalb des internen Systems wird es garantiert sichtbar und offen sein. Dementsprechend ist dann immer die Frage, bin ich vorbereitet? Habe ich alles getan? Habe ich mich um Abläufe gekümmert? Habe ich Verantwortlichkeiten klar geregelt? Ist alles so weit da, dass derjenige, der dann sich damit beschäftigen muss, auch Bescheid weiß, was er darf? Oder muss erst noch ein Justiziar noch was bestimmen oder der Chef noch informiert werden, der aber gerade auf Malediven im Urlaub ist? Das sind Probleme. Und diese Probleme, das muss schnell gehen in dem Augenblick. Da ist nichts mehr, wo man sich noch zusammensetzen kann, einen Stuhlkreis bildet und sagt, was machen wir jetzt? Es klingt immer hart und das ist immer auch sehr, klingt auch vielleicht immer sehr einfach von polizeilicher Seite aus zu sagen, erhobener Zeigefinger, ihr müsst das und das und das machen. Aber solche Sachen, das sind Kleinigkeiten, weil wenn es in die Chaosphase angefangen hat, schwöre ich Ihnen, rennen erstmal alle über den Hof. Und diese Chaosphase, die muss man minimieren. Man wird nicht alles regeln können, weil man nie weiß, was passiert. Aber man muss bestimmte Kompetenzen, man muss bestimmte Freiheiten oder auch Aufgaben vorab geklärt haben. Das braucht nicht viele sein, aber diese Vorbereitung, die reicht ja oder ist ja auch nicht nur beim IT-Angriff. Es kann ja auch Unwetter, alles steht unter Wasser und so weiter alles. Das sind alles Kleinstvorbereitungsmaßnahmen, aber wenn so bestimmte Kompetenzen vorab geregelt sind, hilft das enorm. Deswegen, gerade im KMU-Bereich, nur die Hälfte hat Notfallmanagement. Und wenn wir ein Unternehmen sind und ich frage dann nach dem Notfallmanagement oder nach dem IT-Sicherheitskonzept oder sonst irgendetwas, ich sage mal, in 90% aller Fälle kriege ich ziemlich viele große Augen. Dann wird noch mal kurz nachgefragt, was ich damit gemeint habe. Und brauchte man bisher ja auch nicht. Das Thema ist leider durch. Wir sind so abhängig von der IT insbesondere und wir sind so abhängig von allen Abläufen und Kommunikation und alles, was dahinter steht. Man braucht tatsächlich irgendwas. Also irgendetwas, und wenn es ein einfacher Plan ist, wenn es auch vielleicht einmal im Jahr zusammensetzen für ein Planspiel ist, für irgendetwas, man muss eine Idee haben, weil weiter so funktioniert in diesem Bereich leider nicht. Weil wie gesagt, der Tag X wird kommen. Es ist nicht die Frage, dass bei mir noch nichts passiert ist, sondern die Frage ist eher, wann wird es passieren. Was machen wir alles so, außer schlaue Vorträge zu halten? Also wir sind in vielen Netzwerken mit drin. Wir versuchen überall uns mit einzubinden, dass eben auch Wege schneller funktionieren. Es gibt noch diverse Netzwerke, die darf ich hier leider nicht aufführen, weil die Unternehmen nicht möchten, dass das bekannt wird. Also wir sind schon mit einer ganz kleinen Gruppe in ganz vielen Bereichen mit drin und versuchen einfach immer nur, ja, den Zeigefinger zu erheben. Ich bin bei der Kriminalpolizei. Wir kommen sowieso immer erst, wenn es zu spät ist. Also das ist einfach so, weil Kriminalpolizei kommt, wenn der Fall schon passiert ist. Wir versuchen hier aber wirklich
jedes Unternehmen, mit dem wir nie reden brauchen und wo eine Prävention, wo eine Vorbereitung gelaufen ist, ist super. Das ist, Sie brauchen keine Sorgen haben. Wir leiden nicht an Arbeitsarmut und wir haben auch nicht das Problem, dass wir hier nicht wissen, was wir den ganzen Tag machen sollen. Das ist genug, was im Moment im Hintergrund läuft und es ist auch sehr aufwendig teilweise. Und wir versuchen schon so viel wie möglich immer hinzukriegen. Die Vorbereitungsmaßnahmen müssen laufen, weil wie gesagt, wenn bei uns das Telefon klingelt und der Anruf kommt, wissen wir häufig, dass das ganz, ganz übel aussieht. Was machen wir im Schadensfall? Wir tauchen auf jeden Fall nicht mit einer Hundertschaft bei Ihnen auf. Wir brauchen auch nichts mitnehmen. Häufig reicht, wenn wir einmal kurz zusammengesessen haben oder sogar zu Anfang nur telefoniert haben. Der Kernbereich ist retten, bergen, sichern in Ihrer IT. Das ist das Allerwichtigste, was ganz weit vorne steht. Wenn dabei beweiskräftige Informationen vielleicht da sind, wenn durch Ihre IT, weil was sollen wir Ihr Netzwerk auseinandernehmen? Wir kennen Ihr Netzwerk nicht. Jedes Firmennetzwerk ist individuell, hat unterschiedliche Bereiche drin. Da können wir gar nicht rein. Wir sind also auch auf Zusammenarbeit mit der IT total angewiesen. Wenn der Patient 0, was der jetzt ja meistens irgendwo existiert, über irgendeinen Rechner hat es ja angefangen, falls der identifiziert werden sollte, das ist so der einzige eigentlich, der uns interessiert. Weil das ist häufig der einzige, wo noch Restdaten der Täter sind, wie sie reingekommen sind. Das ist das, wo wir Ermittlungen drauf starten können. Ansonsten versuchen wir so weit wie möglich nicht im Weg zu stehen, weil, naja, Sie kennen es ja auch, wenn Sie irgendwelche Abläufe haben und da steht einer die ganze Zeit nur rum und stellt schlaue Fragen, den braucht man bei einer Stressphase-Garantie gerade nicht. Und deswegen, wir halten uns raus. Identifizierung von Tatverdächtigen, gerade bei Verschlüsselungstrojanern, passiert selten beim Einzelfall. Was wir aber haben müssen, sind die Daten. Wir brauchen Informationen, weil nur auch die Tatverdächtigen sind Zweibeiner. Und jeder Zweibeiner, je länger er bestimmte Prozesse macht, umso mehr fängt er an, Fehler zu machen. Weil Automatismen da sind, Rhythmen da sind. Und das sind diese Informationen, die wir brauchen. Das kann also sein, dass der 100-mal erfolgreich war, aber beim 101. Mal ist seine VPN ausgefallen, was wir schon oft hatten, dass plötzlich Klar-IP übers Netz gelaufen sind, dass sein Tor-Netzwerk, sein Browser nicht richtig eingesprungen ist, dass er selber Netzwerkprobleme hat und sich diesmal das falsche Café ausgesucht hat, weil da das Internet nicht so sauber war oder. Deswegen brauchen wir immer die Informationen. Nicht immer können wir sie gebrauchen, aber wenn wir irgendwas gebrauchen können, versuchen wir es mitzusaugen. Deswegen informieren Sie uns ruhig. Also das ist nicht so, ist sowieso schon gelaufen, Polizei kann nichts machen, die gehen dann wieder, traben dann wieder weg. Ja, wir werden oft schulterzuckend daneben stehen und sagen, ja, es ist voll verschlüsselt, das ist doof. Hoffentlich haben Sie ein vernünftiges Backup. Aber trotz alledem, wir müssen es immer wieder versuchen, weil sonst kommen wir nie an die ran. Und das ist einfach das Problem. Ich bin heute in meiner Funktion auch hier zentrale Ansprechstelle Cybercrime. Das bieten wir bewusst auch an. Das ist eine der wenigen Dienststellen bei der Polizei, die so etwas hat. Alle LKAs und das BKA haben so eine zentrale Stelle eingerichtet. Wenn Sie über die Seite www.polizei.de gehen und dann ZAC eingeben, also ZAC, landen Sie auf der Seite, wo alle Bundesländer drin vertreten sind mit Erreichbarkeiten, genauso wie Bremen. Wir sind über die 19800, 362 19820, haben wir eine Rufnummer während der allgemeinen Regelarbeitszeit. Ansonsten, weil wir leider zu wenig sind, dass wir hier einen 24/7 Betrieb einrichten könnten. Ansonsten halt über 110, die Kollegen wissen, wie die uns kriegen können. Oder halt über cybercrime@polizeibremen.de. Das ist wahrscheinlich auch immer noch so eine Frage. Ukraine-Krieg, der Cyberwar, der angekündigt wurde, der Zusammenbruch der gesamten Infrastruktur und so weiter. Warum ist auch die Ukraine nicht in die Knie gegangen, weil die Russen dort einen Cyberwar überzogen haben? Also jetzt gerade die Ukraine, muss man wissen, von der Historie her,
Die kämpfen seit vielen Jahren schon auf diesem IT-Markt mit Russland. Die wissen, was läuft und haben entsprechend ihre IT-Infrastruktur über die Jahre auch angepasst. Das heißt also, sie haben überhaupt gar keinen kaum noch Angriffsvektoren offen gelassen, über die angegriffen werden kann. Natürlich könnten bestimmte Sachen oder Bereiche auch in Europa ein bisschen in die Knie gehen, aber auch in den letzten Jahren haben sich gerade Bereiche kritische Infrastrukturen immer mehr mit dem Thema beschäftigt. Die großen Dienstleister, die Netze und Betriebssysteme im Hintergrund auch haben, sich intensiv eingehängt in staatliche Aktionen. Das heißt also wirklich, alle ziehen an einem Strang, um die Sicherheit im Netz zu gewährleisten. Microsoft hat ein eigenes Team, die sich ausschließlich nur mit dieser Problematik kümmern und im Hintergrund sehr aktiv sind. Google ist sehr aktiv, also die sind alle sehr, sehr aktiv, um das Netz sicher zu halten und um auch Fehler zu finden und die auszumerzen. Also da läuft im Hintergrund im Moment tatsächlich sehr, sehr viel und sehr erfolgreich auch und weltweite gute Zusammenarbeit. Also da hat sich wieder ein bisschen was ergeben, was im Rahmen der Milliardengewinne so ein bisschen scheinbar untergegangen war. Aber vielleicht braucht es ab und zu dann doch mal irgendwie einen Wachmacher, der alle wieder so an einen Tisch bringt und auch vernünftig miteinander agieren lässt. Dementsprechend, wir haben eigentlich nicht viel gemerkt. Ganz im Gegenteil. Zu Anfang haben die Cyberkriminellen sich gegenseitig mehr miteinander beschäftigt, wo auch die ein oder andere Gruppe bei draufgegangen ist, die vorher halt aus Mischtätern bestanden und dann natürlich jeder so seine Fahne in die Hand genommen hat und den anderen veröffentlicht hat. Es ist so, nach 3, 4 Monaten merkte man, da hatten die auch keinen Spaß mehr dran, Politik mitzumachen. Die wollten wieder Geld verdienen und sind wieder zum alten Modus übergegangen. Also eigentlich läuft das jetzt das normale Programm, was nichts mit Politik zu tun hat. Die sind wieder in ihren normalen Geschäftsbereich zurückgedrungen, weil sie auch gemerkt haben, das bringt überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, sie sind viel zu sehr im Fokus auch von Ermittlungsbehörden und das ist uninteressant und das will man nicht. Also hat man wieder mit Politik aufgehört und kümmert sich wieder um so seinen Alltagskram. Ja, ich war relativ zügig, obwohl ja, fast Punktlandung. Also, wenn irgendwas ist, schreiben Sie uns an. Die Adresse, die jetzt hier unten steht, ist unsere Erreichbarkeit auch für die zentrale Ansprechstelle. Meine Mitarbeiter sind alles so ITler, die alle kein Deutsch können. Also sind Polizeibeamte, die das aber als Hobby haben und ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Also das sind wirklich Leute, die verstehen Sie auch. Die verstehen auch, wenn ihr ITler anruft. Da muss man nicht erst ausholen. Wenn bei Ihnen was passiert ist, informieren Sie uns bitte erst. Es bringt nichts, den Gesellen zur Wache zu schicken und dort verzweifelt versuchen, den Kollegen irgendwas zu erklären. Das verstehen die nicht. Und das verstehe ich auch, dass die es nicht verstehen, weil die haben ganz andere Probleme auf der Straße. Dafür sind wir da und wir versuchen zu helfen. Bei uns laufen viele Informationen weltweit auch zusammen zu Tätergruppen, zu Vorgehensweisen, was machen bestimmte Trojaner-Systeme und so weiter. Das ist das Angebot, was ich machen kann. Und ja, wenn irgendwas ist, scheuen Sie sich nicht, die Polizei anzurufen. Wir schreiben auch nicht immer gleich eine Anzeige. Also wir können auch erstmal ganz normal reden miteinander, bevor überhaupt irgendwas passiert, weil solange nicht von Ihnen die Aufforderung kommt, wir sollen was tun und die Aufforderung heißt, Sie haben eine Anzeige erstattet, vorher dürfen wir gar nichts machen. So. Ich wäre soweit fertig. Wer jetzt Fragen hat, Feuer frei. Vielen, vielen Dank, Herr Euermann, sage ich schon mal an der Stelle. Unglaublich spannender Vortrag, vielen Dank. Genau, Feuer frei. Also wenn Fragen sind, auch zu Begrifflichkeiten, zu Vorgehensweisen, gerne jetzt live. Ansonsten besteht natürlich die Möglichkeit, entweder sich sicherlich direkt dann an die genannten Adressen zu wenden oder natürlich auch über mich. Da kann man sicherlich den Kontakt dann auch vermitteln und herstellen oder auch auf Fragen eingehen. Aber wenn dann jetzt noch irgendwas brennt oder die Nägel, Zeit nutzen. Ansonsten, also ich fand es sehr erstaunlich und zum Teil auch perfide, wie das ganze Vorgehen ist. Ne? Das sind ja
richtige Strukturen und firmenähnliche Konzepte, ne? Sie hatten vorhin den Begriff, das ist ein Markt vorhanden, ne? Also, dass da wirklich quasi, ach, was kaufe ich mir denn heute so ein und was richte ich damit an? Und da denke ich mir immer, wenn diese Menschen dieses Know-how, was die besitzen, für Gutes einsetzen würden oder für halt vernünftige Dinge wie ein Unternehmen gründen oder für ein Unternehmen zu arbeiten. Aber nun gut, so ist das ja oft, ne? Ob es im digitalen Leben ist oder im analogen. Naja, in Ihrer Welt haben Sie ja ein Unternehmen gegründet. Ja, aber Darf man da nicht vergessen, das ist, ja. Sie haben Ihren Job, Sie haben Ihr Unternehmen gegründet und Sie können halt zu der Uhrzeit arbeiten, die Ihnen viel angenehmer ist. Also da brauchen nicht morgens um 8 Uhr dastehen, weil ein Kunde an der Tür klopft, sondern Sie gehen zum Ihrem Kunden, der halt abends um 23 Uhr nicht weiß, was auf seinem Server los ist. Ja, genau, ja. Ja, deswegen, also das sind nicht nur irgendwelche verlorenen Seelen, die so ein bisschen rumdümpeln und irgendwas aus der Not heraus machen, sondern das ist schon wirklich mit leider, muss man ja sagen, Struktur, Sinn und Verstand, zwar mit kriminellen Sinn und Verstand, aber eine große Bedrohung. Und es ist ja auch zum Teil existenziell für Betriebe, wenn dann erstmal Software, Schadsoftware vorhanden ist und dann die Sperrungen vorhanden sind. Zahlungsaufforderungen kommen, weil man ist dann ja dem ausgeliefert. Ne? Und ich hoffe, dass jetzt die Teilnehmenden nicht zu sehr in einem Loch versackt sind und sich davor fürchten und gleich morgen anfangen, sich komplett wieder zurück, das digitale Zeitalter zurückzuschrauben. Und ich vernehme es jetzt so, dass keine Fragen da sind und Ich hätte würde da noch sonst. Ah, eine ja. Frage. Ich traue mich aus der Deckung. Das Perfekt. Thema VPN Homeoffice, da einfach mal gefragt. Wir haben Kollegen, die sind teilweise ins Homeoffice gegangen. Wir haben eine Firewall vom Hersteller Sophos, ein VPN-Client-Tool, was auf dem Privatrechner dann praktisch installiert wird. Und er autorisiert sich dann über das VPN-Tool, dass er erstmal eine Verbindung kriegt und arbeitet dann auf seinem PC in der Firma über Remote Desktop. Ja. Ist das eine gute Vorgehensweise oder gibt es da durchaus noch Luft nach oben? Also Luft nach oben gibt es immer. Ja. Es geht um Zwei-Faktor-Authentifizierung. Arbeiten Sie mit Token-Anmeldung, weil wenn da zum Beispiel jetzt nur mit Passwort-Anmeldung gearbeitet wird und Sie haben einen Keylogger-Trojaner bei sich auf einem normalen Rechner drauf, kann das mitgelesen werden. Ja. Also das ist immer so die Frage, was mache ich? Ich sage mal ein Beispiel bei uns dienstintern, es sind Laptops rausgegeben worden, weil Bring Your Own Device überhaupt nicht funktioniert. Das entspricht nicht unseren datenschutzrechtlichen Vorgaben, die wir haben und dementsprechend hat das überhaupt nicht funktioniert. Das ist mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, mit Token, der alle 60 Sekunden neue Nummern rausgibt und so weiter. Also man muss schon, Sie wissen ja nicht, was der Mitarbeiter mit seinem Rechner sonst macht. Richtig. Die Internetsicherheitssoftware, hat er überhaupt welche drauf? Sind weitere Hürden noch dazwischen alles? Ich verstehe das vollkommen und das mit Homeoffice musste auch ganz schnell laufen und es gab auch eine ganze Zeit überhaupt gar keine Laptops oder ähnliches mehr auf dem Markt, wo man vielleicht eine andere Version hätte machen können. Aber es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, wo man vielleicht auch mit den Mitarbeitern, das machen auch einige Unternehmen, Vereinbarungen trifft. Also wie auch deren Infrastruktur, wenn sie ihre eigene benutzen, auszusehen hat. Also, okay. Aber das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Zwei-Faktor einführen würde durch einen kleinen Token, den ich den Leuten mitgebe, dann habe ich schon mal ein Stück weit mehr Sicherheit, weil er mit dem Benutzernamen Kennwort, also selbst wenn das auslesen würde, ja nicht mehr reinkommt. Genau. Also Genau. allein der Zwei-Faktor, das bringt schon so viel. Die Erhöhung des Sounds, darum geht es ja eigentlich nur. Also es geht ja nie darum, hundertprozentigen Schutz gibt es in der IT nicht. Es geht ja immer nur darum, dass der Sound so hoch ist, dass sie lieber beim Nachbarn reingehen. Ja. Also so muss man es ja böse sagen. Habt ihr Und da Empfehlungen oder ich sag mal, weil da muss ja wahrscheinlich auch ein Stück, also ich kenne diese Token von meiner Frau, die hat sowas, wo die angestellt ist, aber ich kenne das als Admin selber nicht. Da muss ich ja wahrscheinlich irgendwo ein Stück Software haben oder wieder ein Dienstleister, der diesen Token generiert und prüft, darf der überhaupt? ja, man Gibt muss es? mal gucken. Also es gibt ja auch auf dem Markt einige, und wenn es Smartphone-Token sind, die ja Ja. einfach über einen QR-Code mitgelaufen sind. Google bietet so ein Ding an, Authentificator, Microsoft, die haben solche Systeme. Alleine Ja. wenn die schon gekoppelt sind durch ein Zweitgerät,
wo man selber an das Zweitgerät nur rankommt, wenn man den Passcode hat. Alleine das bringt schon wieder einen Sprung mit. Ansonsten, es gibt halt eine Menge Anbieter, ich sag mal, ohne Werbung zu machen, jetzt erfällt mir gerade ein, Fortinet zum Beispiel, die bieten solche Komplettsysteme an. Ja. Aber man muss mal gucken, manchmal muss man halt auch einfach, vielleicht auch einfach bleiben, aber so, dass das auch immer noch ein Sprung mehr ist. Ja, okay. Ich weiß, es ist nicht einfach und es ist aber alleine der Zwei-Faktor, das ist etwas, womit man sich immer noch ein Stück wieder entfernt von diesen Privatsachen. Ja, also ich habe letzte Woche mit einem Bekannten gesprochen, der auch eine Firma administriert, also als Vertreter. Die haben zum Beispiel kleine, ich sag mal, Billig-Laptops angeschafft, die wirklich nicht viel gekostet haben, haben da nur einen VPN-Client installiert, aber geben praktisch die Geräte den Mitarbeitern einfach aus, wenn die Homeoffice machen, weil die dann sagen, dann können wir zumindest kontrollieren, da kommt keine, ne? Die surfen damit nicht im Internet, die machen keine eigene Software drauf. Das ist wahrscheinlich dann noch der gangbarere Weg, ne? Das ist eigentlich dann wirklich die Sicherheit, die Kiste ist nur als Terminal für die, als Lösung für ihr Unternehmen gedacht und für nichts anderes. Das ist natürlich sauberste, was geht. Ja, okay. Und dann aber auch über so eine Terminal-Server-Lösung zum Beispiel? Wäre, denke ich, am einfachsten. Also wir arbeiten mit einer VM, die dann auch noch im Hintergrund erstartet und dann über eine Infrastruktur ins System reinkommt. Und das ist einfach etwas, das ist sauber. Okay. Je mehr man sich dann auch eben mit einem Terminal von dem Kernsystem, vom Muttersystem auch wieder entfernt, umso besser. Ne? Das ist klar, man kann die Sicherheit so hochhängen, dass der Mitarbeiter morgens erstmal eine Stunde braucht, um sich anzumelden. Das kann man auch machen. Das ist aber nicht unbedingt sinnvoll. Nein, nein, klar. Es muss handelbar sein, aber ich sage mal, ein Zwei-Faktor mit einem Bogen ist ja kein großer Mehraufwand. Nee, aber das bringt schon viel. Ja, okay. Ja, dankeschön. Gerne. Ja, super. Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das ist auch immer gut, solche Fragen zu stellen, weil man dann zum Teil auch solche Diskussionen anregt und vielleicht auch für andere Teilnehmende das ein Stück weit mitbeantworten lässt oder auch überhaupt das in Gang bringt, diesen Gedankenprozess. Insofern gerne die Chance nutzen, um jetzt nochmal eine Frage live zu stellen. Keine falsche Scheu. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, würde ich jetzt mal so ganz dezent schon mal den nächsten Vortrag einläuten. Jetzt ist es wieder stehen geblieben. Ich muss das mal ändern. Herr Krüger, ich möchte nicht Negatives oder irgendetwas jetzt sagen, aber ich habe leider Folgetermin. Ich hätte es mir sonst gerne angehört, weil Prävention finde ich immer toll und alles, was läuft, aber ich muss mich leider verabschieden aus dem Rennen. Wunderbar. Danke für den Hinweis, Herr Heuermann. Ich bedanke Ihnen nochmal ganz herzlich. Es war ein sehr spannender Vortrag. Wenn da noch irgendwie Fragen sind von unseren Teilnehmenden, dann organisieren wir das und dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Erfolg beim Folgetermin. Dankeschön und viel Spaß noch. Danke. Ja, dann teile ich mal meinen Vortrag. Genau, ich muss jetzt noch mal beenden. Herr Krüger, auch schön, dass Sie jetzt hier mit in der Runde sind. Thema Prävention, beziehungsweise was passiert denn auch, wenn es passiert? Das sind wichtige Themen. Insofern würde ich gar nicht mehr viel Zeit verlieren wollen. Herr Krüger, Sie haben das Wort und legen Sie los. Ja, vielen Dank. Ich kann hier jetzt mal einige Folien überblättern, weil genau das, was wir eben von Herrn Heuermann gehört haben, hatte ich hier auch vorbereitet. Das Letzte, was wir letztes Jahr sehr große Probleme gemacht hat, war diese Folge Log4j, also eine Schwachstelle in einem Browser, mit dem Kriminelle in die IT eindringen konnten. Das ist ja auch durch die Tagesschau gegangen. Dann haben wir hier die diversen Statistiken. Ich will mal bei der Praxis ansetzen. Herr Heuermann sagte ja eingangs schon, die Herausforderung ist nicht die Technik, sondern zu über 90% der Mensch. Wir, die wir vor dem Bildschirm sitzen, wir kriegen eine Nachricht mit einem Link oder einem Anhang und verifizieren auch in dem Moment nicht, ist das authentisch oder ist das wirklich so. Ich habe hier mal ein Beispiel eingeblendet, DHL, das ist etwas, was jeder kennt, das ist aber nur exemplarisch, das könnte genauso gut eine Behörde sein oder einer ihrer Lieferanten oder Kunden. Hier ist jetzt die Frage, welche der beiden Nachrichten ist echt? Ich kann Ihnen schon mal sagen, die rechte ist echt, die linke nicht.
Und ich will Ihnen hier auch mal zeigen, woran man das jetzt unterscheiden könnte. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel die Endung doi in der Mailadresse. Dann ist natürlich der Kontext, erwarte ich überhaupt ein Paket? Und ja, ich kann auch hier über diesen Link gehen mit der linken Maustaste, nicht draufklicken, sondern einfach ja, drüber gehen mit der linken Maustaste. Und dann sehe ich ja schon, ist das DHL oder ist das ja, irgendwas Obskures. Wie gesagt, das kann aber auch von einem Ihrer Lieferanten sein. Was wird damit beabsichtigt? Also stellen wir uns mal vor, Sie als Heizungssanitärbetrieb bestellen für einen Neubau bei Fissmann 6 Gasthermen. Die Zahlung ist am Freitag fällig, am Donnerstagabend bekommen Sie eine Mail, mutmaßlich von Fissmann, sieht vollkommen authentisch aus. Unsere Bankverbindung hat sich geändert, bitte überweisen Sie an. So, das könnte zum Beispiel die Nachricht eines Kriminellen sein, der auch schon in ihrer IT unterwegs ist, der weiß, Freitag ist dann eine Zahlung fällig, jetzt gebe ich diese Nachricht raus. Da empfiehlt es sich zum Beispiel immer, auf einem anderen Kommunikationsweg Kontakt aufzunehmen mit dem Kunden, also über Telefon, und abzusichern, ob es wirklich an dem ist. Es gibt aber inzwischen auch schon neue Bewegungen, auch Kriminelle entwickeln sich da ja weiter. Es kann auch durchaus sein, dass Fissmann eine Nachricht kriegt, die authentisch aussieht, von Ihnen sein könnte, es aber nicht ist. Unsere Lagerkapazitäten sind zurzeit erschöpft, bitte liefern Sie da und dahin. Ja, die 6 Gasthermen sind nicht weg, die hat dann nur jemand anders. Also das sind so in aller Kürze die Dinge, die unter anderem passieren, wenn jemand in Ihrer IT unterwegs ist. Ich habe das jetzt eben stark abgekürzt, weil sich die Dinge sonst wiederholt hätten. Ja, wer ist Cookitanda? Cookitanda ist ein Unternehmen, das sich ausschließlich mit Cyberkriminalität beschäftigt. Es gibt drei Unternehmen im Verbund Cookitanda. Das eine ist die Risk Prevention, wie es so schön heißt. Da geht es also darum, Risiken zu erkennen, zu beeinflussen, Mitarbeiter zu trainieren und IT-Systeme zu kontrollieren. Ich gehe da gleich im Detail noch drauf. Das zweite Unternehmen ist der Assekurateur Cookitanda, der, wie es hier so schön heißt, tailor-made, also als Maßanzug Versicherungsschutz anbietet mit vielen unterschiedlichen Limits. Das heißt also, wir bieten nicht die Blockpolice an wie andere Wettbewerber, die dann eben festlegt 100.000 Euro für die Sachsubstanz, also die IT-Hardware-Software und 100.000 Euro für Erpressungsgelder. Wir möchten das gerne individuell gestalten und wir steigen auch nicht bei Unternehmen aus, die mehr als 20 Millionen Umsatz machen. Das heißt, wir finden eigentlich für jeden eine Lösung. Und dann haben wir als drittes Unternehmen Claims, also Schadenmanagement, managt natürlich die Schäden unserer Versicherungskunden. Aber wir bieten auch einen Service an für Unternehmen, die nicht versicherbar sind, weil zum Beispiel die IT-Struktur noch nicht funktioniert, so wie sie funktionieren müsste, um das versicherbar zu machen. Oder für Kunden, die weit über 500 Millionen Umsatz machen, also die auch bis zum Jahreswechsel bei uns noch nicht versicherbar sind. Das wird sich ändern. Also wir fahren eine Industrielinie, aber das ist ja hier sicherlich nicht das Thema. Das heißt also drei Unternehmen. Wir bieten die Prävention an. Wir kümmern uns um die Versicherbarkeit und um das Schadenmanagement im eigenen Hause. Ja, für die Versicherung, da sind wir sehr stolz drauf, sind wir ausgezeichnet worden. Die Welt hat vor einer Weile, nämlich 2021, einen Vergleich gemacht von Cyberversicherern, die im gewerblichen Bereich unterwegs sind. Und da haben wir die Note 1,2 bekommen. Dann gibt es noch Assekurata. Assekurata ist eine Ratingagentur, die alle Versicherungssparten bewertet, so auch Cyberversicherungen. Und wir sind 10/20 mit 1,2 bewertet worden und in diesem Jahr im Juni mit 1,0. Da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Das heißt also, wir bieten derzeit das beste Produkt am Markt an. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir alles im eigenen Hause machen. Das heißt also, von den rund 120 Mitarbeitern sind 25 Versicherungskaufleute und der Rest sind IT-Consultant, IT-Forensiker. Das heißt also, wenn Sie bei uns anrufen, dann wird Ihnen rund um die Uhr 24 Stunden, sieben Tage die Woche, auch Heiligabend, auch Silvester geholfen.
Ich komme aber erstmal zur Prävention, denn das ist ja das, was vorne anstehen sollte. Wir bieten hier also verschiedene Dinge an. Wir schauen uns Ihre IT an mit einem First Cyber Monitor. Das heißt, da machen wir eine Bestandsaufnahme für Sie, geben Ihnen Tipps, wo Sicherheitslücken sind, scannen Sicherheitslücken. Wir haben die Möglichkeit, Penetrationstests durchzuführen, Cloud-Tests und wir machen dann natürlich auch Sicherheitsüberprüfungen für Sie. Das zweite Element ist das Thema Awareness. Wir bieten also Schulungen an über die Cookie Thunder Academy. Das heißt, da kann jeder Ihrer Mitarbeiter individuell, wie es in den Tagesablauf passt, seine Sequenzen abrufen zur Cybersicherheit über ein ganzes Jahr laufend zu neuen Dingen. Und die Geschäftsleitung bekommt dann jeweils eine Auswertung darüber, wer hat daran teilgenommen, mit welchem Ergebnis, das heißt Videosequenzen. Und dann werden noch einzelne Dinge abgefragt. Was wir noch anbieten, was wir auch im eigenen Unternehmen machen, sind Phishing-Simulationen. Das ist hochspannend. Also jeder Mitarbeiter im Verbund der Cookie Thunder Group muss erwarten, dass er irgendwann mal im Monat eine simulierte oder mehrere simulierte Phishing-Mails bekommt. Ich glaube, jeden hat es auch schon mal erwischt. Das heißt, wir werden natürlich geschult bis unter die Zähne. Und trotzdem ist der Alltag, gibt das einfach nicht her, dass man jede Mail auf die Sicherheit überprüft. Viele erscheinen einem ja auch vertraut. Ich sage mal, mich hat es vor einer Weile erwischt. Aktualisieren Sie Ihre Virensoftware. Das war abends um 20.30 Uhr. Ich habe da drauf geklickt, bevor ich den Rechner runterfahre. Das war eine simulierte Phishing-Mail. Mein Kollege, wie das so ist, mit jungen Leuten, steht in Hamburg an der Ampel auf seinem Smartphone. Klickt die Mail auf, Ihr Urlaubsantrag wurde abgelehnt, auf den Link klickt man natürlich auch drauf, war auch eine simulierte Phishing-Mail. Also das finde ich sehr spannend. Das ist auf jeden Fall ein Instrument, um Mitarbeiter zu sensibilisieren. Und es ist eine Ergänzung zu den Schulungen. Ja, dann natürlich im Bereich Consulting, der dritte Bereich, Krisenmanagement und Notfallpläne. Das sind Dinge, die ja Herr Heuermann vorhin schon erwähnt hat. Also hier sind wir Unternehmen behilflich und bauen hier für die Prävention verschiedene Dinge auf. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie natürlich gerne auf mich zukommen. Ja, dann vielleicht nochmal zu den Bedrohungen in Ihrem Unternehmen. Also ein Großteil der Hacks, die wir erleben, sind eben organisierte Kriminalität aus Osteuropa, aus Südeuropa, aus Afrika. In den Hintergrund getreten sind die Dinge von Nationen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass durch die Kriegsereignisse die Kriminellen im Fokus stehen. Ja, Hacktivismus ist das, was wir eigentlich so von Grund auf kennen. Das sind ja auch die, ja, früher waren es die Hobby-Hacker, die einfach aus Ehrgeiz auch versucht haben, in Systeme einzudringen. Dann natürlich nicht zu vergessen, die internen Bedrohungen in größeren Unternehmen, bösartige Insider, die vielleicht vom Wettbewerber bezahlt werden, aber auch sorglose Mitarbeiter, die leichtfertig mit Dingen umgehen. Und natürlich besteht auch immer Gefahr, dass über Geschäftspartner, über Lieferanten ihre IT bedroht wird. Das sind Dinge, über die man nachdenken muss. Ja, unsere Präventionsmaßnahmen beziehen sich eben sehr auf den Menschen. Das ist das, was ich eben schon erwähnt habe. Also das Thema Awareness-Training und Phishing-Simulationen. Kommen wir zu den Versicherungen. Ist relativ einfach bei uns. Wir haben 9 Risikofragen zur IT. Also wir wollen wissen, ob Sie einen IT-Beauftragten im Unternehmen haben oder einen externen IT-Beauftragten, ob Sie Datensicherungen machen, ob Sie Passwortrichtlinien haben, ob es ein Patch-Management gibt. Das heißt also, ob sicherheitsrelevante Updates unverzüglich eingespielt werden. Wir wollen wissen, ob Sie Passwortrichtlinien haben. Das hatte ich eben schon. Dann fragen wir natürlich nach Vorschäden, nach Bring Your Own Device. Das ist kein Hindernis, wenn Leute von zu Hause aus arbeiten. Also unser Unternehmen ist ja in Ahrweiler und in Köln, aber ich sitze hier unweit von Bremen entfernt in Gahlstedt im Homeoffice. Das ist ja heute gang und gäbe. Ja, und dann wollen wir auf jeden Fall noch wissen, ob es
ob sie im Unternehmen Systeme nutzen, zum Beispiel Windows 7, die nicht mehr updatefähig sind. Also das sind die IT-Fragen. Dann bieten wir verschiedene Deckungskonfigurationen an, die individuell auf Ihr Unternehmen angepasst werden und die eben für kleine, für mittlere und auch für große Unternehmen passgenau angepasst werden können. Ja, was ist in dem Versicherungsschutz enthalten? Das Thema Identität und Reputation hatten wir eben ja schon in dem Vortrag von Herrn Heuermann. Identitätsdiebstahl kann natürlich ganz gravierende Folgen haben. Das heißt, wenn mit Ihrem Firmenlabel jemand unseriöse Geschäfte macht oder Reputationsverlust durch einen Cybervorfall, dann ist es natürlich wichtig, Ihre Konten, Ihre Kreditkarten abzusichern. Dann können wir individuell auf Ihre Sachsubstanz eingehen, das heißt Ihre Hardware, Ihre Software. Damit verbunden können wir auch eine Elektronikversicherung anbieten und eine Maschinenbruchversicherung für stationäre Maschinen. Hat einfach den Hintergrund, dass die Dinge oft vernetzt sind. Ich denke mal, der Klassiker Metallbaubetriebe mit CNC-Geräten, die auch im Netz sind. Das heißt, das ist aber eine reguläre Maschinenbruchversicherung. Das heißt also, auch Fliehkräfte, Schmiermittelmangel, Bedienfehler etc. sind da versichert. Dann natürlich für das Cyberrisiko und die Elektronik- und Maschinenbruchversicherung bieten wir auch die Betriebsunterbrechungsversicherung an. Das heißt, wenn Ihr Unternehmen nicht produzieren oder nicht arbeiten kann, dann wird der entgangene Rohgewinn erstattet. Das ist auch ein Versicherungsfall. Nicht zu vergessen das Thema Haftung. Das heißt also, wenn durch Ihren Hack Dritte betroffen sind, müssen Sie dafür gerade stehen. Das ist in dieser Cyberversicherung auf jeden Fall unterhalten. Da gibt es noch Zusatzbausteine. Sie können individuell abdecken Kosten für eigene Sachverständige. Sie können, wenn Sie ein Unternehmen haben, wo zum Beispiel das Thema Hardware sehr stark schwankt, Sie haben zu unterschiedlichen Zeiten eine unterschiedliche Ausstattung, könnten Sie hier eine Vorsorgeversicherung einbauen. Und wenn Sie Kreditkartenzahlung bei Kunden akzeptieren, könnte man dieses Thema Verletzung von PCI-Standards mitversichern. Das heißt also, die Kreditkarten Ihrer Kunden sind davon betroffen. Dann wäre das auch ein Versicherungsfall, der abgedeckt ist. Ja, dann habe ich hier nochmal das Thema Notfallhilfe. Also wir sind 24 Stunden erreichbar mit unseren Experten, haben ein Netzwerk an Dienstleistern, die ihren Schaden beheben. Das heißt, das Schadenmanagement beginnt natürlich mit der Meldung an die Landesdatenschutzbehörde, Information der betroffenen Datensätze, das heißt gegebenenfalls Ihre Kunden, von denen Daten abgezogen sind, das entspricht auch unserem Leistungsumfang. Das heißt, da würden wir die Informationen übernehmen, also die gesamte juristische Begleitung und natürlich im Hinblick auf Forensik und IT-Consulten die Behebung des Schadens rund um die Uhr. Wenn Sie bei uns anrufen und es stellt sich durch unsere forensischen Ermittlungen raus, es ist gar kein Cybervorfall, es ist ein technisches Problem, wäre das trotzdem 48 Stunden versichert. Also in dieser Zeit würden wir auf jeden Fall rauskriegen, sind Sie gehackt worden oder ist das ein Problem mit irgendeiner Technik, einer Festplatte, einem Modul? Das würde Sie nichts kosten. Ja, dann vielleicht noch mal ein Beispiel dazu, so ein Vorfall kostet. Ich habe hier mal die einzelnen Module ausgewählt, wo kostenpflichtig Dinge eingesetzt werden. Also IT-Forensik ist ja eigentlich immer der Anfang von allem. Wir wollen wissen, was ist passiert. Gibt es Datensicherungen, die noch sauber sind oder sind inzwischen alle Datensicherungen mit infiziert? Es ist wichtig, dass Sie eigentlich immer eine Datensicherung haben, die vom Netz getrennt ist. Das ist ja nicht immer der Fall. Oft wird ja auch auf einer Cloud gesichert und dann sind eventuell auch mehrere Datensicherungen infiziert. Erpressungsgelder werden gezahlt, die IT-Struktur wird neu aufgebaut und wir haben hier einen Unterbrechungsschaden. Die Forensik hat 15.000 Euro gekostet, wir haben 75.000 Euro Erpressungsgeld gezahlt.
Wir haben für den Neuaufbau der IT-Struktur 50.000 Euro aufwenden müssen und haben 30.000 Euro Betriebsunterbrechungsschaden gehabt. Das heißt, das Ganze waren mal eben 170.000 Euro. Hier haben wir das gleiche Beispiel nochmal mit einem Vorfall, wo es eine nicht infizierte Datensicherung gegeben hat. Das heißt, das kann natürlich den Schaden ganz erheblich minimieren. Wesentlicher Unterschied, es gab ein getrenntes Backup, eine Datensicherung, die vom Netz getrennt war. Ja, das wäre die Hotline, die Sie anrufen können rund um die Uhr, wenn es einen Schaden gab bei Ihnen. Also wenn Sie feststellen, dass irgendwas nicht sauber ist in Ihrer IT. Dann vielleicht nochmal zu dem, was Sie aufwenden müssen, wenn Sie das Risiko versichern wollen. Ich habe hier einfach mal drei Beispiele, die nun nicht unbedingt passen, weil wir hier eine Handwerkskammer sind. Arztpraxis mit 5 Mitarbeitern und 500.000 Umsatz wären bei knapp 500 Euro im Jahr. Ein Versicherungsmakler, ein Steuerberater, ein Ingenieurbüro wäre bei 450 Euro im Jahr. Und dann haben wir hier einen Maschinenbaubetrieb, schon etwas größer, mit 100 Mitarbeitern und 20 Millionen Euro Umsatz. Die Versicherungsprämie liegt hier bei rund 3.600 Euro. Also es sind nicht so große Aufwände für den Versicherungsschutz. Nehmen Sie mit, wenn Sie Kunde eines Versicherungsmaklers sind, dann ist das so, dass der mich auf jeden Fall kennt. Sie können sich auch direkt an mich wenden. Ich stelle nochmal der Handwerkskammer meine Homeoffice-Nummer zur Verfügung, über die Sie mich erreichen können. Und weil ich ja nicht in Düren sitze und auch nicht in Hamburg in unserem Büro, sondern eben nah an Bremen, um auch schnell helfen zu können. Ja, das ist die Cookitanda. Cyber sind wir. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, dann ja, können Sie die gerne stellen. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Herr Krüger. Kurz und knackig. Aber, Fenster wieder weg. So, genau, feuerfrei mit den Fragen. Wir haben jetzt erst gehört, was dann auf dem Markt so passiert. Und jetzt haben wir gehört, wie man sich zum Teil schützen kann. Und vor allen Dingen im Versicherungsbereich. Wenn jetzt ad hoc noch keine Frage kommt, können Sie ja sonst gerne nochmal in sich gehen. Ich hatte mir zwei Fragen aufgeschrieben, Sie haben die zum Teil schon beantwortet. Also es gibt ja einige Versicherungen auf dem Markt und es gibt ja mittlerweile auch die Tendenz, dass die Versicherungen so Erpressungsgelder, Lösegeldforderungen nicht mehr zahlen wollen. Aber das haben Sie eben gerade gesagt. Na, also die in dem Paket wäre das schon mit enthalten. Ja, wir unterscheiden uns eben dadurch, dass wir ja den Versicherungsschutz individuell anpassen an die Bedürfnisse des Kunden. Und wenn da ein Erpressungsgeld mitversichert werden soll, das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Ich sage mal, in der Größenordnung von 250.000 Euro sind Sie auf der sicheren Seite. Also diese Beispiele, die ich eben eingeblendet habe, das waren alles Policen mit Erpressungsgeldern. Und wenn Sie heute hier zu einem alteingesessenen Bremer Versicherung Makler gehen, die an der Börse sind, ich will da jetzt eigentlich gar keine Namen nennen, aber Friedrich Scheid oder Ramsey in Bremen Nord oder so, die kennen uns auch alle, die bieten uns eigentlich fast ausschließlich an, einfach mit dem Hintergrund, weil wir im Rating ganz weit vorne sind, nämlich auf dem ersten Platz und der Makler ja nach der besten Empfehlung, nach dem Best Advice arbeiten muss. Und der Unterschied ist eben auch, wenn Sie heute bei den bekannten Versicherern sind, dann haben die auch ein Expertennetzwerk, aber ein externes. Das heißt, die Allianz oder die AXA halten keine eigenen IT-Forensiker, keine eigenen IT-Spezialisten vor, sondern verweisen dann eben auf ein Netzwerk. Dann bekommen Sie gegebenenfalls auch die Rechnung ins Haus und freuen sich über eine Erstattung. Das sind alles Dinge, die wir gar nicht kennen, weil wir den Schaden direkt und selbst beheben, also sozusagen den Werkstatttarif haben und auch im Austausch mit Ihrem internen IT-Experten arbeiten. Also auch da im
Claims Management, also im Schadenmanagement, auf die individuellen Dinge eingehen. Es ist übrigens so, dass, das habe ich ja eben erwähnt, dass Sie auch als nicht versichertes Unternehmen sich dieses Expertennetzwerk für wenig Geld einkaufen können. Das geht so bei 200 Euro im Jahr los. Und dafür haben Sie dann eben Zugriff auf die Hotline-Nummer. Haben zwar die Dinge nicht versichert. Das heißt also da, das ist natürlich ein großes Risiko. Da müssten Sie dann selber die Taschen aufmachen. Und das scheitert ja auch manchmal an Dingen wie Erpressung. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich über Bitcoin ein Erpressungsgeld zahlen sollte. Ich habe so eine Wallet, so ein Bitcoin-Konto, nicht Wallet. Aber wie gesagt, das ist ja für wenig Geld versicherbar. Alles klar, vielen Dank. Einen wichtigen Punkt haben Sie auch in Ihrem Vortrag erwähnt, das Thema Backup-Sicherung. Herr Heumann meinte ja schon, es ist essentiell, eine Backup-Sicherung irgendwie zu haben. Aber da ist es ja auch immer die Frage, welche Art Backup man hat. Und auch das ist ein Appell, sage ich mal, von meiner Seite aus. Wenn man ein Backup hat, ist das natürlich schön und gut. Wenn das mitverschlüsselt ist, dann ist es schlecht. Also das erfahre ich auch immer wieder. So im Bundesgebiet bin ich ja auch unterwegs. Und dieser Schadensfall tritt doch leider oft ein. Insofern auch da nochmal so der Appell, wenn man sich schon ein Netzwerk aufbaut und ein Backup-System implementiert, dann darauf achten, dass dies getrennt sein kann und dann im besten Fall natürlich nicht von der Schadsoftware mit betroffen ist und mit verschlüsselt ist, sonst bringt das auch noch auch nichts mehr. Aber Sie haben es ja selber auch in Ihrem Vortrag gesagt. Da würde ich nochmal in die Runde luschern und abwarten, ob vielleicht noch Fragen kommen, ganz konkret. Das scheint jetzt noch nicht der Fall. Auch da kann ich natürlich auch wieder vermitteln. Oder Herr Krüger, Sie haben es ja auch gesagt, Ihre Kontaktdaten da eingeblendet. Also wenn da Fragen existieren, dann kann man sicherlich einen Kontakt herstellen. Dann kommen wir auch schon so allmählich zum Ende dieser Veranstaltung. Ich möchte mich ganz herzlich nochmal bedanken, weil man musste vorzeitig schon weg. Und Herr Krüger, danke auch an Sie, an meine teilnehmenden Betriebe hier in der Veranstaltung. Die Veranstaltung wird im Nachgang auch nochmal auf unserer Website hinterlegt, die Aufzeichnung und nochmal alles zum Nachschauen sacken lassen. Auch da nochmal so ein bisschen der Appell, auch in die Prävention gehen und an die eigenen, in die Belegschaft, das zu kommunizieren. Faktor Mensch ist sehr groß und dass wir jetzt hoffentlich ein bisschen Sensibilisierung schaffen konnten, auch konkrete Dinge an die Hand geben konnten, um dort voranzukommen. Ich bedanke mich, dass Sie an der Veranstaltung teilgenommen haben und wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, würde ich demnächst auch die Veranstaltung beenden. Vielen, vielen Dank. Ja, sage ich auch von meiner Seite vielen Dank für die Aufmerksamkeit und gerne bald mal wieder. Auf Wiederhören. Tschüss.